Wer eine Sternschnuppe sieht, darf sich etwas wünschen. Das weiß jeder. Aber wie entstehen Sternschnuppen? Tatsächlich sind Sternschnuppen gar keine Sterne, sondern winzig kleine Staubpartikel von Kometen, im Durchschnitt nur wenige Millimeter groß. Die kleinen Gesteinspartikel fallen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 216.000 Stundenkilometer auf die Erde und verglühen meist durch ihre Reibung mit dem Luftdruck, sobald sie die Erdatmosphäre erreichen. Was wir als Sternschnuppen kennen, sind also nur verglühende Staubpartikel von größeren Kometen im Weltall.